Hallo, herzlich willkommen zu meinem zweiten Video. Der Oberwahnsinn. Ganz kurz, warum hat es so lange gedauert zwischen dem ersten Video und dem zweiten Video? Ein Jahr, mein Gott. Naja, sogar noch ein bisschen mehr. Das hat so lange gedauert, weil ich umgezogen bin. Und zwar nicht nur mit meiner Werkstatt, sondern mit meinem ganzen Leben in eine neue Wohnung. Heute geht es um, der Titel des Videos verrät es schon, die Gratverbindung. Warum würde ich eine Gratverbindung herstellen? Hier seht ihr einen groben Bauplan für ein Badezimmer-Hängeschränkchen. Ich habe hier den Boden und da drauf kommt, soll mittels einer Gratverbindung hier dann reingeschoben werden. Aber jetzt geht es erstmal um die Gratverbindung. Für eine Gratverbindung braucht man einen sogenannten Grathobel. Ihr solltet euch so einen Grathobel nicht unbedingt gebraucht kaufen. Hat hier eine spitze Kante und wenn die schon gelitten hat und nicht mehr richtig spitz ist, diese Kante, dann könnt ihr damit nichts werden. Deswegen kann ich euch nur raten, gönnt euch den in neu oder wenn ihr ihn gebraucht kauft, kauft ihn nicht blind und ungesehen, sondern so, dass ihr ihn vorher mal in der Hand gehabt haben könnt. Was übrigens auch ein Novum ist, ist die zweite Perspektive. Das müsst ihr jetzt beachten. So, und ihr müsst euch vorstellen, hier ist nachher die Rückseite, Front. Ich möchte natürlich das Ganze dann von hinten einschieben können, damit das Ganze eben nach oben nicht mehr raus kann. Die Gratfeder anhobeln. Bitte nach vorne hin wird die Gratfeder etwas schmaler. Im letzten Drittel sozusagen erst stramm sitzt nachher. Das ist die Idee dabei. Im Anschluss werden wir dann hier die Gratnut mit der Japansäge in beide Richtungen sozusagen einsägen und dann mit dem Grundhobel und ein bisschen am Anfang mit dem Stechbeitel herausnehmen und hier vorne eben genug stehen lassen, dass wir nachher eine sogenannte verdeckte Nut haben, die man also von vorne nicht sehen kann und nur von hinten sehen könnte, der bekannte Schulterblick. Wie gehen wir jetzt vor? Wir nehmen uns hier so ein schönes Streichmaß und stellen das ein auf ein Drittel der Materialstärke. 14, machen wir mal 5 mm. 1 im Sinn. Das soll wohl passen. Jetzt werden hier 5 mm angerissen. Lasst es einfach so eingestellt, verstellt es jetzt nicht mehr, legt es beiseite. Das könnt ihr dann für alle noch folgenden Gratfedern dann benutzen, habt immer dieselbe Stärke. Und zur besseren Sichtbarkeit kann man dann das, was ich hier vorgeritzt habe, nochmal mit dem Bleistift nachziehen. Ich möchte ja auch ab und zu nochmal im Bild zu sehen sein. So, als nächstes müssen wir jetzt diesen Hobel hier einstellen. Genau, also da unten diese Spitze steht so 1/2 Zehntel über die Kante hinaus. Da wir aber jetzt hier ja mit dem Streichmaß auch vorher schon mal das angeritzt haben, sollten hoffentlich so oder so keine oder wenig Ausrisse entstehen. Und dieser Hobel hat hier einen Parallelanschlag. Über den Vorschneider haben wir gerade schon gesprochen. 1/2 Zehntel sollte der rausgucken, um die Fasern zu brechen. So, jetzt habt ihr hier diesen Parallelanschlag. So, jetzt könnte man natürlich sagen, ja, wir haben gesagt, 5 mm haben wir hier auch angerissen am Brett. 5 mm von da nach da haben. Jetzt kann ich natürlich sagen, ich messe hier am Parallelanschlag 5 mm ab und dann hoffe ich, dass ich gut gemessen habe. So, das ist aber natürlich ein bisschen schwierig. Letztendlich ist es so, der Vorschneider, der soll ja eigentlich dann genau in dem Riss von eurem Streichmaß laufen. Dann habt ihr das exakte Maß, das auf eurem Streichmaß eingestellt ist. So, ihr löst also euren Parallelanschlag. Ihr setzt das also hier auf, schiebt den Parallelanschlag in die richtige Position und gebt nochmal so ein bisschen Druck auf die Kante, dass es wirklich parallel dort sitzt. Und wenn das der Fall ist, und das werdet ihr spüren, wenn der Vorschneider genau im Riss eures Streichmaßes läuft, dann fixiert ihr mit den Fingern unten drunter, kurz den Parallelanschlag, zieht die beiden Schrauben unten drunter wieder fest
Bei diesen ganzen Detailaufnahmen bin ich selber auch irgendwie selten zu sehen. Ich hoffe, oder schreib mir mal in die Kommentare, ob das gut so ist oder ob man eben zu wenig sieht oder so. Das würde mich mal interessieren. Aber irgendwie gefällt mir die Perspektive überhaupt nicht. Hobel ist jetzt richtig eingestellt, Parallelanschlag ist eingestellt, Vorschneider ist eingestellt, müsste eigentlich funktionieren. Ich mache immer eher so mehrere kleine Schläge und gucke eben Lateralverstellung in beide Richtungen. Das Hobeleisen, die Ecke hier, dass die wirklich genau in der Flucht sozusagen dieser Kante läuft. Und ihr müsst natürlich bedenken, dass das Hobeleisen nicht nur genau auf der Ecke sitzen darf, dann nimmt es ja keinen Span ab. Und das wollen wir natürlich. Wir müssen ja etwas weghobeln. Das sieht schon mal gar nicht schlecht aus. Ich hoffe, ihr könnt das auch erkennen. Wir nehmen hier ganz feine Späne nur ab. Und das soll eben auch so sein. Und achtet darauf, dass der Vorschneider, der muss auch wirklich dann so tief eingestellt sein wie eure Spandicke letztendlich. Denn sonst kann er ja nicht tief genug vorschneiden. Und ihr seht, was man gut machen kann, ist, ich fasse hier mit dem Finger direkt an die Seite des Hobeleisens und dann spürt ihr Vibrationen oder ihr spürt, wenn etwas reißt, droht zu reißen oder was ihr einfach dem Hobel und dem Holz zumuten könnt. Da kriegt man relativ schnell ein relativ gutes Gefühl dafür. So, jetzt kommt der Teil, den ich eingangs schon mal erwähnte. Wir wollen, dass die Gratfeder erst auf dem letzten Drittel der Wegstrecke, den sie in die Gratnut geschoben wird, richtig anzieht. Und deswegen hobeln wir jetzt nur noch das hintere Drittel oder man kann auch die hintere Hälfte nehmen. Da machen wir jetzt nochmal 2, 3 Hobelzüge extra und nehmen da noch ein bisschen was ab. Genau, wir setzen jetzt hier so auf der Hälfte ungefähr an und machen nochmal so 3 Züge. Ja, da kam jetzt nichts. 1, 2, 3. Und das reicht auch schon. Wenn ihr das Ganze dann also fertig habt, ich habe das jetzt auf der Rückseite auch schon mal gemacht, dann sollte das Ganze ungefähr so aussehen. Vielleicht so und dann drehen wir es so. Da seht ihr also diese trapezförmig im Prinzip geformte Gratfeder, die wir jetzt hier angehobelt haben. Und dafür stellen wir gleich die passende Nut her. Was ich noch gemacht habe, ist beim Hobeln einfach darauf geachtet, dass wir hier ungefähr 3 mm tief kommen auf beiden Seiten und eben auf der Sichtseite, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, da sind es dann eben 3,5 mm auf der einen Seite tief, damit das Ganze etwas konisch zuläuft und wie gesagt erst auf dem letzten Drittel oder so ab der Hälfte erst dann stramm wird, genau. Ja, und ich hoffe, dass das funktioniert. Und ja, weiter geht's mit der Gratnut. Wir machen jetzt weiter mit der Gratnut. Gratfeder ist ja schon fertig. Ihr seht, ich habe eine andere Klamotte an, weil es ist ein neuer Tag. Die Gratnut stellen wir her mit einer Sägehilfe. An diese Sägehilfe ist genau der gleiche Winkel angesägt, wie auch am Grathobel vorhanden ist. Wenn das Ganze nachher fertig ist, soll ja die Gratnut hier vorne dort aufhören, wo auch die Seitenwand aufhört. Das können wir uns jetzt als allererstes erstmal anzeichnen. Bis dahin wird das Ganze gehen. Und jetzt gehen wir mit dem Kugelschreiber gleich, mit dem Bleistift, in die Ecken der Gratfeder auf beiden Seiten und markieren uns hier einfach einen Punkt. Machen da einfach einen Punkt an der Stelle, wo nachher die Gratnut aufhören soll.
Jetzt haben wir hier 2 Punkte auf dem Holz. Das gleiche, also hier steht hier nachher das Brett. Dann kippen wir das Ganze jetzt nach hinten und machen das gleiche hinten nochmal. Jetzt haben wir also 4 Punkte auf dem Holz markiert. Und jetzt können wir ganz einfach immer 2 von diesen Punkten mit Lineal verbinden. So, nochmal eine neue Perspektive. Wir müssen jetzt hier am Ende der Gradnut, das hier ist das Vorderteil des Möbelstücks, hier müssen wir jetzt ein kleines Stückchen mitten aus der Platte erstmal herausarbeiten, bevor wir dann mit der Säge hier einsägen können. Die Sägehilfe legt ihr dann nachher einfach genau auf den Riss, den ihr euch hier angezeichnet habt. Und dann sägen wir hier mit der Japansäge ein. Warum müssen wir jetzt da ein Stückchen herausarbeiten? Das ist ganz einfach. Es liegt mal wieder am Material. Die Japansäge hat nicht überall Zähne, sondern vorne ein kleines Stückchen keine Zähne. Und deswegen, damit wir überhaupt mit der Säge hier ansetzen können, müssen wir hier vorne genau das Stückchen mit dem Stechbeitel erstmal rausarbeiten. Und das werden wir jetzt als erstes tun. Ich habe hier einfach so ein 6 mm Eisen. Damit sollte das funktionieren. Jetzt ein paar Schläge, da muss man immer ganz vorsichtig sein. Und ich steche jetzt auch erstmal gerade nach unten. Und arbeite die Schräge der Gradnut dann danach an. Wenn die nicht perfekt ist, ist es nicht schlimm. Denn es ist ja noch genug Strecke für die Nut da, auf der sie dann durch die gesägte Schräge gut greifen kann. So, das sollte jetzt tief genug sein. Und jetzt können wir hier unsere Sägehilfe ansetzen. Die sollten wir natürlich eben mit Klammern fixieren. Es muss gar nicht zu fest sein, weil da kommt nicht viel Druck drauf. Und jetzt können wir hier Schritt für Schritt, Sägezug für Sägezug, schön die Säge gegen die Sägehilfe drücken und Zug für Zug unsere Gradnut einsägen. So, natürlich machen wir das auch auf der anderen Seite. Das sieht man jetzt aber von der Perspektive nicht so gut. Deswegen melde ich mich gleich wieder, wenn es fertig ist. Schaltet sich die andere Kamera einfach ab. Was soll denn das? Hat die hier Akkuschwächen oder was? Jetzt haben wir hier also eingesägt. Da drüben seht ihr den Anfang, den wir ausgestemmt haben. Und hier könnt ihr jetzt hoffentlich sehen, dass wir hier jetzt 5 mm etwa das eingesägt haben. Und das werden wir jetzt mit dem Grundhobel aushobeln. Neue Klamotte, neuer Tag, das Thema zieht sich. Manchmal ist das einfach so. Der Grundhobel funktioniert nach einem ganz einfachen Prinzip. Ihr habt hier einen Hobel, den könnt ihr wunderbar mit beiden Händen greifen. Und dann mit relativ viel Kraft auch vorwärts schieben. Das ist hier so ein 8 mm Eisen in dem Grundhobel. Und ihr könnt ganz einfach sozusagen hier hinten diese Schraube, die muss man lösen. Und dann könnt ihr das Eisen in der Höhe verstellen. Und ich kann euch nur den Tipp geben, stellt am Anfang wirklich eine ganz geringe Spanabnahme ein, dann geht auch nichts schief. Und damit hobeln wir jetzt unsere Gradnut aus. Wir stellen jetzt hier wirklich mal eine Spanabnahme von knapp einen Millimeter ein und dann fangen wir einfach mal an. Wir müssen natürlich aufpassen, dass ihr hier vorne rechtzeitig stoppt. Da ist ja die kleine Aussparung, die wir ausgestemmt haben, und dass ihr nicht hier vorne aus Versehen irgendwie Macken reinhaut.
Und wenn ihr dann mit der einen Tiefe sozusagen durch seid, stellt ihr es einen Millimeter tiefer. Oder 1/5 oder so, also wirklich nicht viel. Und dann kommt die nächste Bahn. Die Späne, die man da rausholt, sind relativ dick. Viel dicker dürft ihr es nicht einstellen. Das ist so das Maximum, was der Hobel da rausholen kann. Und so arbeiten wir uns jetzt Schritt für Schritt an die gewünschte Tiefe hin. So, zwischendurch kann man natürlich schon mal gucken, ist man tief genug, falsch rum, so, ist man tief genug und geht das Brett schon komplett in die Nut. Und das sieht doch schon mal ganz gut aus. Noch nicht ganz dicht. Und vielleicht haben wir am Ende auch noch ein bisschen Spiel. Nochmal eine kurze Anprobe. Das sieht doch schon ganz gut aus. Wie ihr seht, ist die Naht hier schön dicht, aber wir kriegen sie noch nicht ganz reingeschoben, denn vorne haben wir 1 cm die Nut kürzer gemacht als die Feder und das müssen wir jetzt vorne absetzen. Da ist der Riss. Und jetzt sägen wir das hier noch ab. Jetzt gucken wir noch mal, ob das jetzt besser passt. Sitzt fast ein bisschen locker. Eigentlich müsste es strammer sitzen. Aber fertig. Unsere erste Drahtverbindung. Es ist Zeit für die Abmoderation. Das war mein zweites Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe vor allen Dingen, ihr habt gut aufgepasst und was gelernt dabei, nämlich wie man eine Gradfeder herstellt und wie man die passende Nut dazu herstellt und wofür so eine Gradverbindung da ist. Schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare, ob es euch gefallen hat, was euch besonders gut gefallen hat, was euch besonders schlecht gefallen hat und wovon ihr mehr sehen wollt, wovon ihr weniger sehen wollt. Ich freue mich einfach über jeden Kommentar, den ihr da lasst. Bis dann!